Hallo liebe Menschen, wir sind auf dem Hip-Hop Open, wir sind Weekend und Berlin Music und wir reden jetzt ein bisschen. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Berlin Music TV, hier vom Hip-Hop Open Festival und neben mir sitzt Weekend. Hallo! Hi. Ich grüße dich. Ich sage dir auch gleich herzlichen Glückwunsch. Du bist gesigned bei Chimperator. Dein Album kommt bald raus. Deine Tour ist geplant. Was ist das für ein Leben jetzt nach so einem Jahr, wo du halt das VBT Splash Ding dann gewonnen hast? Wie geht's dir jetzt damit? Ist es komplett ein Riesenunterschied? Jetzt, wo du das so sagst, klingt das so krass, ne? Ist es nicht, dass es so krass ist? Ich weiß die Sachen ja alle schon länger als die Leute, die das jetzt nur seit ein paar Tagen wissen. Aber das ist echt schon toll. Mir geht's echt gut. Ich freue mich gerade sehr so auf die, oder über die Festivals. Jetzt ist ja bald schon wieder eher vorbei. Ich glaube oder hoffe, es steht eine gute Zeit bevor. Jetzt bist du letzte Woche auf dem Splash aufgetreten, heute schon auf dem Hip-Hop Open. Was ist das für ein Feeling für dich auf so einer Bühne? Also, wir waren ja im letzten Jahr schon beim Hip-Hop Open und auch schon beim Splash, aber dieses Jahr ist es halt irgendwie ein bisschen was anderes, weil gebucht zu sein und es nicht irgendwie gewonnen zu haben und so nach dem Motto, das ist jetzt so ein Newcomer, probieren wir das mal aus, der steht auf der Bühne, sondern irgendwie so was Gesetzteres zu sein, ist halt schon irgendwie krass. So ganz einordnen kann, glaube ich, immer noch niemand so genau, wo wir da jetzt irgendwie stehen nach diesem VBT-Kram, was ja irgendwie neu auch ist, also keiner weiß so richtig, was passiert. Das ist spannend, aber auf jeden Fall ein schönes Gefühl, auch ein zweites Mal wiederkommen zu dürfen hier. Versuchst du dich denn so ein bisschen von dem VBT-Kram, wie du es nennst, zu entfernen? In der Form, dass ich nicht mehr mitmache, ja, weil ich halt was anderes machen will. Ich will halt das Album machen und dann einfach auch so mehr Musik, als dass ich irgendwelche Battle-Sachen mache. Aber nicht in der Form distanzieren, dass ich damit nichts mehr zu tun haben will. Also ich war jetzt auch in der Jury und finde es auch schön, da noch irgendwie einen Fuß in der Tür zu haben, einfach weil das für mich so Herzblut ist. Ne? Mir hat das ja so viel gebracht, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und sagen würde, so, ich habe damit nichts zu tun und keine Ahnung, das war mal, das wäre Quatsch. So 95% von all dem, was wir jetzt in Anführungsstrichen haben, kommt daher. Also, und so, ich sehe da auch, was heißt meine Wurzeln, aber ich weiß auf jeden Fall, was mir das gebracht hat. Prophezeist du denn auch anderen Rappern, die beim VBT mitmachen, so eine Karriere, wie du sie irgendwie gemacht hast? Ich prophezei ja gerade auch mir überhaupt nichts. Also ich weiß ja auch selber nicht, was passiert. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dieses ganze VBT-Ding langsam so übersättigt ist. Also es gibt ja kaum einen Zeitpunkt im Jahr, wo gerade nichts stattfindet. Glaubt, das überschwemmt gerade die Leute so ein bisschen. Das war halt jetzt die letzten zwei Jahre so ein bisschen frisch und neu und langsam kommt da so eine Routine ein. Und genau wie bei mir, als jemand, der da mal mitgemacht hat, ne, bei mir pendelt sich das ja so ein, man muss gucken, welche Leute hören nur das Turnier, welche Leute hören deine Musik danach auch wirklich, weil die dich feiern, nicht nur quasi das Turniersystem. Genauso, glaube ich, wird es für das Turnier laufen, dass sich das alles ein bisschen runterfährt und so ein gesundes Level erreicht. Klar, das ist eine große Sache so. Aber ich glaube so, vielleicht hat es so seinen Zenit jetzt vielleicht dieses Jahr oder letztes Jahr gehabt. Am 30. August kommt dein Album raus, das heißt Am Wochenende Rapper. Ja. Da frage ich mich auch gleich, ist es jetzt auf die Vergangenheit bezogen oder bist du jetzt auch nur noch am Wochenende Rapper? Ich bin momentan am Wochenende Rapper. Mein Wochenende geht allerdings von Freitag 12:30 bis Mittwochmorgen. Also ich arbeite nur noch halb. Ich kann mir das quasi gerade so den Luxus erlauben, eine halbe Stelle zu haben. Also ich arbeite zu 50% in dem, was ich mache. Und ja, der Titel spielt ja nicht so wirklich mit der Arbeitszeit, sondern es kommt halt eher so ein bisschen daher, so unter der Woche zu Hause, normaler Junge. Und dann gehst du auf einmal hier hin und darfst auf diesen Bühnen stehen und bist halt selber dann auch immer so ein bisschen so, oh. Arbeitest du denn immer noch da, was du fast alle wissen, wo du arbeitest, in einem bekannten Discounter? Nee, das war mein Nebenjob während des Studiums. Ich habe inzwischen fertig studiert und bin ausgelernter Sozialarbeiter. Und wo arbeitest du da oder was machst du da? Muss ja nicht sagen, wo. Ich arbeite in einem Sozialdienst, aber wenn ich jetzt sage, wo, dann ist das, glaube ich, unvorteilhaft. In einem Sozialdienst. Leute, die wissen, worum es ungefähr geht, können sich so vorstellen, was ich mache, aber ich glaube, ich würde das gern raushalten. Dann bist du jetzt auch noch bei Chimperator gesigned. Gehst auch noch auf Tour Ende Oktober. Mhm.
da hast du jemanden auch noch zu Gast, den Persteasy. Das heißt, du hast ja dann immer noch, wie du gesagt hast, deinen Fuß in der VBT-Tür drin. Hast du das geplant, dass er mitkommt, oder kam das von Chimperator aus? Nee, das kam von mir. Ich muss aber dazu sagen, dass ich ihn halt auch schon länger kenne und länger feiere als VBT-Zeiten. Und genauso, ich habe ja nicht nur ihn dabei, ich habe auch Fizz dabei. Das sind halt beides irgendwo Kumpels, beides Leute, die ich so gerne mag, wo ich die Musik feiere, wo das halt einfach passt, die mitzunehmen. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, dass das jemand aus dem VBT-Feld ist. Ich glaube, für mich wäre es sogar eigentlich klüger, darauf zu achten, dass da niemand bei ist, so um klarzustellen, hier Album und keine Ahnung, aber ich feiere den halt und ich will den dabei haben und darum kommt er mit. So. Und das darf ich auch tatsächlich alles selber entscheiden. Also. Ist auch was Schönes, oder? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, du bist glücklich bei Chimperator? Aktuell ja, aber so lange läuft es ja jetzt halt noch nicht. Wir sprechen nochmal, wenn das Album raus ist. Ne? Deswegen, erster Track ist ja schon raus, heißt ja High Chimperator. Ist es auch ein Track vom Album oder ist es eigentlich nur so eine Art Hallo, hier bin ich? Das ist mein Hallo, hier bin ich. Der ist auch, glaube ich, bei iTunes als Bonustrack dabei, wenn man das bestellt. Aber ich finde es ein bisschen zu speziell, um das auf dem Album zu haben. Also so, wer hört in 3 Jahren noch ein Lied darüber, wie ich gesigned wurde? Und das Album soll schon einfach so auch... Ich finde zeitlos ein schlimmes Wort, weil das sagt jeder über sein Album, aber ich möchte zumindest nicht so eine situative Sache drauf haben. Jetzt möchte ich auf jeden Fall noch auf eine Line in dem Track hinaus, und zwar auf kommerziell Erfolg zu haben mit Rap finde ich nicht so geil. Wieso sagst du das? Willst du nicht irgendwie erfolgreich werden mit einer vielleicht größeren kommerziellen Hitsingle oder sowas? Also, das ist so ein bisschen zweischneidig. Also A, mache ich mich da, glaube ich, so ein bisschen über so Leute lustig, die sagen, wenn jemand verkauft, wenn jemand Erfolg hat, ist es automatisch Kommerzkack, so, um mich da quasi so ein bisschen von frei zu sprechen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich damals oder früher selber, wenn ich Musik gemacht habe, immer so gesagt habe, boah, Labels und Business und Erfolg haben und so, das ist nicht, wo ich hin will, so. Und mache mich da auch selber über mich so ein bisschen lustig, weil ich halt irgendwann mal so eine Einstellung hatte. Jetzt sehe ich es halt einfach so, ich mache, was ich machen möchte. Wenn es jemand kauft, cool, wenn nicht, nicht. So, momentan läuft es ganz gut. Aber ich kann halt immer noch behaupten, so, ich habe das Album gemacht, wie ich das machen wollte. Ich habe davor die Musik gemacht, wie ich die machen wollte. Und so, darum ist es halt in gewisser Weise vielleicht auch die Ansage so, ey, ich mache aber, was ich machen möchte. So, ne? Also auch trotz Deal ist es jetzt so, das ist mein Album, das ich gemacht habe, da hat mir keiner reingeredet. Und man kann sich darauf einfach verlassen. So. Ja, jetzt sage ich zum Beispiel, jetzt kommt Crow und sagt, komm, wir machen mal ein Track-Weekend. Sagst du dann nein? Ich mag ich mag viele Sachen von Crow, eher so die Sachen, die es so am Anfang zu hören, aber ich glaube, das würde einfach gar nicht passen. Ich glaube, da wird auch keiner auf die Idee kommen, so das zusammenzustecken. Ich bin wirklich? Nicht so ein Label-Ding? Nee, ich hätte zumindest auch noch nicht mitbekommen, dass das so bei Chimperator so das Ding ist, dass man sagt, man tut da jetzt die Leute unterschiedlich zusammen. Ist ja nur ein Label, ist ja keine Crew. So. Und das sage ich jetzt auch wirklich nicht so, weil ich vor diesem Chimperator-Hintergrund sitze. Ich habe ganz lange darüber gelacht, dass alle Leute und auch viele Rapper erst Crow gepostet haben, als wäre es der neue Messias. Und dann hat er die so langsam überstiegen. Und dann war er scheiße, so. Das ist halt lächerlich. Aber trotzdem glaube ich, dass es einfach was komplett anderes ist, als das, was ich mache. Sind denn irgendwelche Features auf deinem Album drauf? Ja. Darfst du das schon verraten? Nee, also möchte ich noch nicht. Ich glaube, da gibt es dann bald irgendwie so die offizielle Tracklist und so, dass ich... Sind da ein paar größere Namen denn drauf? Da sind Namen, also für mich sind es teilweise große Namen. Ich glaube, wenn das jetzt so durch die Medien geht, weiß ich das nicht. Ich habe versucht, so ein bisschen so Leute... zu featuren, die ich krass gefeiert habe, bevor ich irgendwie halbwegs relevant gerappt habe. Ob das jetzt Leute feiern, so aus der Szene, bestimmt ein paar, aber das sind jetzt, also ich würde sagen, da ist kein Feature drauf, was mir verkaufstechnisch unfassbar viel bringt. So glaube ich nicht. Ist denn wichtig, dass du die Leute kennst, mit denen du ein Feature machst? Mir ist das wichtig, ich habe auch alle Leute kennengelernt, die da drauf sind und mag die auch alle und das ist für mich ein Punkt. Also ich habe mit keinem zusammengearbeitet da irgendwie, den ich nicht persönlich kenne. Und jetzt noch mal zu guter Letzt, wie schwer fällt dir das denn jetzt, diesen Battle-Rap irgendwie wirklich hinter dich zu lassen? Das fällt mir gar nicht schwer, weil ich feiere Battle-Rap in der Form, ich gegen einen Gegner, ich habe eine bestimmte Person, kann was über den sagen, aber ich feiere diesen Battle-Rap, wie es den vor 5 Jahren oder so überall gab, so
gegen einen imaginären Gegner. Also dass jeder Hip-Hop-Track auf einmal klang wie du bist wack, dein Flow, keine Ahnung. Das langweilt mich. Also so da, das fällt mir, das habe ich auch vorher nicht so wirklich gemacht. Ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf dein Album, welches kommt bald am 30. August. Und gehen auch noch auf Tour mit dir, ne? Besuchen dich da. Und wünsche dir noch einen ganz tollen Erfolg und eine schöne Zeit auf Hip-Hop-Alben. Vielen Dank, euch auch. Danke.